Ja, und was werde ich sagen da drin, der Kanzlerin? Erstmal will ich wissen, ob der Zukunftsdialog irgendwie noch sinnvoll weitergeführt wird, nachdem ich diese 4,5 Minuten Zeit habe, mein Thema vorzubringen. Das kann ich nicht als Bürgerdialog ernst nehmen. Das macht nur Sinn, wenn es danach noch irgendeine Art weiteren Dialog gibt, vielleicht eine Expertenkommission eingerichtet wird, um unseren Vorschlag der Cannabis-Legalisierung mal wissenschaftlich zu beleuchten und nicht einfach nur so ideologisch zu sagen, Kiffen ist gefährlich und deswegen müssen wir das verbieten. Also ich will einfach wissen, ob das noch irgendwie weitergeht. Ansonsten ist das Ganze hier sowieso eine Pseudo-Veranstaltung. Und dann will ich natürlich noch darauf eingehen, was wir eigentlich wollen, aber auch darauf, dass ich den Eindruck habe, die Kanzlerin sieht es eher als Gag an oder meint, dass wir gar nicht so viele Unterstützer haben, wie das im Zukunftsdialog aussieht. Heute ist in der Presse zu lesen, dass sie meint, der Internetabstimmung hätte die Mehrheitsverhältnisse verzerrt, was meiner Meinung nach aber bei unserem Thema nicht so ist. Wir waren nur deswegen so erfolgreich, weil sehr viele Leute sich für das Thema interessieren und ein liberaleres Cannabisrecht wollen. Das zeigt sich auch an diversen Umfragen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. In den USA sind schon mehr als 50% der Bevölkerung bei Umfragen für eine komplette Legalisierung. Fangen wir Umfragen halt auch mal neu an. Diverse Umfragen haben in den letzten Jahren ergeben, dass eine Mehrheit hinter uns steht, zumindest für eine Entkriminalisierung der Konsumenten in Deutschland. In den USA sind in den letzten Monaten die Umfragen stabil, über 50% für eine komplette Legalisierung. Und darum geht es, der Kanzlerin klarzumachen, dass wir ein ernsthaftes Anliegen haben, dass wir das ernsthaft vortragen und dass wir viele sind. Nein, das nicht. Außerdem will ich die Kanzlerin auf das Thema der Kriminalisierung der Konsumenten aufmerksam machen. Für die Legalisierung werde ich sie sowieso jetzt so schnell nicht begeistern können. Aber vielleicht kann ich ihr verständlich machen, dass auch die Verfolgung der Konsumenten beendet werden muss, wenn der Handel schon nicht reguliert wird. Denn es gibt 14 Millionen Menschen etwa in Deutschland, die Erfahrung mit Cannabiskonsum haben. Und die sind alle Straftäter, die haben alle mal einen Krümel Hanf besessen und die meisten davon haben keine anderen Straftaten sich je zu Schulden kommen lassen. Und es macht keinen Sinn, so viele Menschen zu kriminalisieren und ihnen den Führerschein abzunehmen, zum Beispiel, obwohl sie nie bekifft gefahren sind. Und dass sie letztendlich ihren Job verlieren, nur weil sie sich mal dafür entschieden haben, Hanfblüten zu rauchen, anstatt Alkohol zu trinken. Und das ist ein Thema, was sie auch unterhalb der Legalisierung angehen kann und zumindest erste Liberalisierungsschritte gehen kann. Denn weltweit zeichnet sich der Trend ab, dass da was passieren wird. Südamerika steht fast geschlossen dahinter, hinter dem Willen, das Cannabisrecht zu liberalisieren. Und wie gesagt, in den USA tut sich auch viel und da muss die Bundesregierung aufpassen, dass sie nicht den Trend verschläft und weiterhin die Politik des letzten Jahrhunderts verfolgt. Hoffen wir, dass es mit dem Ton klappt. Ja. Ja. Ich sage auch noch kurz einen Takt, warum ich nicht dabei bin. Ja, hallo. Ich habe zusammen mit Georg ja eigentlich diese Eingabe bei Frau Merkel gemacht. Ich darf heute leider nicht mit rein. Aus Sicherheitsgründen und Gründen der Fairness sei nur eine Person pro Delegation zugelassen. Insofern muss Georg uns heute allein vertreten. Ich werde wenigstens, was Georg gerade gesagt hat, gleich auch bei YouTube hochladen, damit ihr auch fast live mitbekommt, was hier passiert. Und wenn alles glatt läuft, werdet ihr auch morgen ein erstes Fazit von Georg zu dieser Veranstaltung hören. Und dann werden wir erfahren, ob es eine reine Farce war, was Frau Merkel hier veranstaltet hat, ob es auf dem gleichen miesen Niveau lief wie ihre Antwort auf YouTube auf meine Frage bezüglich Cannabis oder ob sie es wenigstens ein Ticken ernst meint. Ich bin mal gespannt, ob man die Polizei da im Hintergrund.